Hallo und willkommen, meine Damen und Herren, bei einem weiteren Steiermark 1 Stadtgespräch. Ja, mittlerweile ist der September ins Land gezogen. Der Herbst lässt auch schön grüßen. Man hat ihn schon fast wieder vergessen oder eigentlich nicht. Diesen Sommer 2013, was haben wir da nicht alle geschwitzt und gestöhnt, aber uns auch vielfach gefreut. Denn so einen schönen Sommer haben wir lange nicht erlebt, vielleicht überhaupt noch nie. Von Rekordsommer war immer wieder zu lesen, von Temperaturrekorden sowieso. Ist das ein Sommer, an den wir uns gewöhnen müssen? Wird das jetzt alljährlich so sein oder war das eine Ausnahmeerscheinung? Da fragen wir heute nach bei zwei Herren, die die Antworten haben. Seien Sie versichert, ich freue mich sehr auf Professor Dr. Gottfried Kirchengast vom Wegener Zentrum der Uni in Graz. Und ich freue mich auch auf den Wetterexperten unseres Landes, immer wieder befragt, wenn es um wettertechnische Angelegenheiten geht, den Dr. Albert Zudi von der ZAMP. Ganz kurz ausgedrückt, wenn man es jetzt lange macht, steht ZAMP für was, lieber ZAMP Dr. Zudi? steht für Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Unsere Zentrale befindet sich in Wien an der Hohen Warte und die ZAMG betreibt auch Außenstellen, wie beispielsweise die Kundenservicestelle Steiermark, wo ich beheimatet bin, und wir befassen uns mit Wettervorhersage, aber auch mit Projekten und teilweise auch im Winter mit dem Lawinenwarndienst. Gut, also in Sachen Wetter sind Sie die richtige Anlaufstelle, wenn es hier bei uns um Graz und der Steiermark geht. Das Wegener Zentrum, vielleicht nicht so ganz bekannt, beschäftigt sich mit was, lieber Professor Kirchengast? Das Wegener Center heißt Wegener Center für Klima und globalen Wandel, ein Institut der Karl-Franzens-Universität Graz. Wir arbeiten zum Thema Klimaforschung primär. Da geht es aber nicht nur um die Themen, wie ändert sich das Klima oder wie funktioniert das Klimageschehen, sondern auch, wie wirkt sich das dann auf die Natur und auf uns Menschen aus? Wie ändert sich das, wenn es Klimawandel gibt, für den Tourismus, für die Gesundheit, für die Landwirtschaft? Aber auch dann noch, was kann ich tun bezüglich dieser Treibhausgase? Welche Möglichkeiten habe ich, Treibhausgasemissionen, die die globale Erwärmung ja hauptsächlich verursachen, auch zu vermindern? Alle diese Fragen stehen in unserem Ich meine, Institutsforschungsprogramm. mittlerweile haben wir alle die Sensibilität, aber Sie sind jetzt der Fachmann und wenn Sie jetzt schildern, welche Fragen Sie alle versuchen zu beantworten oder mit denen Sie sich beschäftigen, lässt schon daraus schließen, der Klimawandel findet tatsächlich statt. Also den kann man als Fakt annehmen, der globale Klimawandel passiert. Der passiert, findet statt und wird auch weitergehen in Zukunft. Wir werden ja dann auch von Ihnen hören, ob dieser Sommer möglicherweise ein kleiner Auswuchs dieses Klimawandels war oder auch nicht. Auf alle Fälle, lieber Dr. Suri, man war immer bemüht, gerade wir Medien, von Rekorden und Rekordsommer zu sprechen. Jetzt frage ich den Fachmann, wo Sie doch alle Statistiken parat haben, war dieser Sommer 2013, wir hatten ja auch 2003, das war so der letzte große Rekordsommer, hat man gesagt, war das jetzt dieser Rekordsommer? Es war sicher ein Rekordsommer, was die absoluten Temperaturen betrifft. Wir haben noch nie in der Steiermark derartig hohe Temperaturen gemessen. In unserem Messnetz hatten wir 39,7 Grad am 8. August zu verzeichnen in Leibniz. Also gerade nicht diese 40 Grad, Mensch. Gerade nicht. Forschungsmessnetz des Wegener Center, also wir betreiben ohnehin auch zum Teil gemeinsam mit der ZAMK ein Forschungsmessnetz. Da hatten wir tatsächlich im oststeirischen Riedelland zwei Stationen mit über 40 Grad. Das heißt, Wieso haben das wir das hat nicht? auch in der Steiermark keine offizielle ZAMK-Station. Ach so, okay, gut. Aber verlässlich. Was die Dauer der Hitzeperioden betroffen hat in diesem Sommer, können wir feststellen, dass er 2003 nicht geschlagen hat. Denn 2003, um ein Beispiel zu nennen, hatten wir in Graz 38 Tropentage an unserer Station Graz Universität gemessen. Und diesmal, in diesem Sommer, waren es 25. Aha, also das Also heißt. da hat es schon einen Unterschied gegeben. Von der Dauer dieser Hitzeperioden war der Sommer 2003 noch vor dem Sommer 2013. So schnell vergisst man, nicht? Man hat das Gefühl, heuer nimmt es kein Ende, ein Tag schöner, je nach Sichtweise. Es waren ja nicht alle sehr glücklich über diese Temperaturen als der andere, aber 2003 an gemessenen Hitzetagen eigentlich wesentlich mehr. Der Sommer hat auch relativ spät begonnen, wenn man so will, mit heißen Temperaturen. Sus war ja. Denn es hat Anfang Juni, wir rechnen den Sommer immer klimatologisch von Anfang Juni bis Ende August,
Es hat Anfang Juni sogar noch geschneit in Ramsau. Eben. Und es hat auch, wenn man sich zurückerinnert, Hochwasser gegeben zu Beginn des Juni. Und der Sommer ist erst so richtig in Schwung gekommen mit Mitte Juni, hat dann wieder einen kleinen Dämpfer bekommen und aber dann, hat dann so richtig im Juli losgelegt. Aber dann doch schon aus der Sicht, wo Sie das alles so jetzt erzählen und aufzeichnen mussten, ist dieses Jahr 2013, Sie haben es selbst gesagt, wir hatten einen langen Winter, im Juni noch Schnee und keine 7 Wochen später Tropenhitze, ein spezielles Jahr, im also, Gesamten gesehen. Es war sicher ein spezielles Jahr. Wir hatten beispielsweise auch 23,8 Grad in einer Nacht gemessen als tiefste Temperatur in Deutsch-Landsberg. Das hat es auch noch nie gegeben, das war wirklich sensationell. Und wir hatten in Bad Gleichenberg beispielsweise 45 Tropentage. Also Tropentag vielleicht zur Erklärung. Bitte, ja, das ist auch wichtig. Ja. Ein Tag, wo die Temperatur 30 Grad und mehr erreicht. Also, da können wir stöhnen und schwitzen. Lieber Professor, also jetzt haben wir gehört, wie dieses Jahr gelaufen ist, vielleicht auch in dem Zusammenhang, langer Winter, Schnee im Juni, Hochwasser, man hat nicht geglaubt, der Sommer kommt nicht in die Gänge und dann patsch, plötzlich war ein Sommer da, wie wir ihn gerade geschildert bekommen haben. Jetzt ganz banal gefragt, ist das ein Indiz für Klimawandel? Es ist tatsächlich, wenn wir diesen Sommer in das Bild stellen, was wir gerade in der jüngeren Zeit Sommers überlebt haben. Da gehören durchaus der Sommer von 2003 oder auch der vergangene Sommer, der Sommer von 2013 dazu. So denkt man eben klimatologisch dann. Da sehen wir, dass das Risiko, dass hier tatsächlich auch von der globalen Erwärmung und vom Klimawandel verstärkt wird, dieses Risiko, dass ich solche außergewöhnlichen Sommer habe, zugenommen hat. Tatsächlich ist es auch so, wenn man dann diese Entwicklung, die es hier gegeben hat, in unserem Bereich, in der Steiermark, in den weltweiten Zusammenhang stellt, dann sieht man, dass tatsächlich in jüngerer Zeit, gerade was die hitzebezogenen Extremereignisse betrifft, eine ganz starke Zunahme war im Vergleich zu noch vor einigen Jahrzehnten. Und diese Zunahme, dieses Risiko, dass immer häufiger auch solche ungewöhnlich warmen Sommer kommen, hängt ganz klar mit dem Klimawandel zusammen. Nur, dass wir es auch ein bisschen festmachen. Also der Laie kann jetzt nicht annehmen, der Klimawandel ist im Gange. Wir müssen uns jetzt 2014 auf den gleichen Sommer einstellen wie 2013. Das muss nicht zwangsläufig so sein. Genau. Aber Sie beobachten, dass der Takt bei solchen Extremen einfach kürzer wird. Und genau, das ist und deswegen schauen wir eben wirklich auf solche Entwicklungen, wie sich Jahrzehnt für Jahrzehnt oder sogar, wenn man so über 20 Jahreszeiträume geht, wie sich das entwickelt. Und da sehen wir eben, wenn wir solche Zeiträume nehmen wie 1960 bis 1980 im Vergleich zu 1990 bis 2010. Was denn, sagen Sie ganz kurz, was ist da der Unterschied? Ja, da zählen wir dann zum Beispiel ab, wie hat die Extremneigung zugenommen. Also wir zählen eben so wie Hitze und oft hängt Dürre damit zusammen. Ja. Hochwässer ist so die andere Seite davon, die Art von Großwetterlagen, die vorherrschen, lange, heiße, begünstigende Wetterlagen oder aber im Winter. Und wenn man diese Dinge abzählt und schaut, wie hat sich die Häufigkeit dieser Extremneigung verändert im Verlauf der letzten Jahrzehnte. Ja. Und wenn man das dann sogar weltweit anschaut, dann sieht man ein ganz klares Muster in vielen Regionen der Erde, dass diese Häufigkeit gerade von hitzebezogenen Extremen um Faktoren wie um einen Faktor 3, um einen Faktor 5 oder sogar mehr zugenommen hat. Also der Effekt von Extremen, wie sie zunehmen, ist ungleich stärker als der reine mittlere Erwärmung. Und das heißt, Sie beobachten es, wie gesagt, das kann man, das ist unklar, dass das nicht geht, jetzt Steiermark zentriert, sondern das muss man global. Man ordnet das global ein dann, dass man einfach sieht, welche Effekte sind wirklich nur regional und welche Effekte sind wirklich von der globalen Erwärmung gesteuert. Mhm. Und das passt, das Bild passt dann zusammen, aber es ist genau so, wie Sie sagen, man darf nicht sagen, dieser Sommer ist vom Klimawandel, sondern man kann sagen, wenn wir auf das Bild, wie sich die Sommer, über so Jahrzehnte Zeiträume in die Zukunft entwickeln, dann entwickelt sich das in eine Richtung, wo ich mehr und mehr Extremneigung habe. Also diese mittlere Erwärmung, die wir auch beobachten, da ist gerade die Südoststeiermark erstaunlich stark auch in der mittleren Erwärmung. Wir haben hier in den Sommern festgestellt, dass wir entgegen der globalen Erwärmung ungefähr einen Faktor 3 stärker in diesem steirischen Raum sind mit der mittleren Erwärmung. Und das begünstigt extreme Ereignisse noch besonders. Herr Dr. Sudi,
Also wie gesagt, Sie arbeiten ja auch eng zusammen. Was ist denn da so Ihre, wo Sie so ursächlich mit dem Wetter zu tun haben und das beobachten? Wo beginnt bei Ihnen so der Zustand, wenn ich das mal so sagen darf? Das führe ich jetzt als Dr. Sudi auf den Klimawandel zurück. Wenn Sie sich dieses Beispiel anhören und auch das, was der Professor Kirchengast jetzt gerade gesagt hat. Ich glaube, es sind eher diese längerfristigen Änderungen, die man auf den Klimawandel zurückführen muss. Es ist nicht jetzt der Sommer 2013 als Einzelereignis, sondern man muss da wirklich längere Perioden anschauen. Mhm. Und auch wir können natürlich in unserem Stationsnetz schon feststellen, dass es diesen Trend der Erwärmung gibt. Vor allem sehen wir das auch in unseren Mittelgebirgsstationen sehr deutlich. Hier ist dieser Trend vielleicht noch deutlicher herauszulesen als bei Stationen im Bodenniveau. Und wir sehen es ja auch, wenn man auf diese Zahl der Hitzetage schaut, wie sich die über die Jahrzehnte entwickelt hat, dann sieht man das auch sehr deutlich. Weil Sie sagen Mittelgebirge, aufgrund welcher Indizien oder Anzeichen, nur dass man sich auch was vorstellen kann? Wir haben eine große Anzahl an Stationen auch für den Lawinenwarndienst und da kann man diese Tendenz schon auch erkennen. Gut. Und würden Sie jetzt meinen, das ist auch eine Frage an Sie beide, Sie beobachten über große Zeiträume. Ja, Sommer 2014 muss nicht so ein Rekordsommer werden wie 2013. Aber Sie denken nach, was werden die Prognosen? Oder fangen wir mal so an. Ist dieser Prozess ein unumkehrbarer? Können wir es nur noch eher stoppen oder abschwächen von der Dynamik? Oder lässt sich es auch umkehrbar machen, Herr Professor? Ja, das waren jetzt zwei Fragen im einen. Ich nehme die Frage nach der unmittelbaren Zukunft mit diesen Extremen als erste. Ja. Die würde ich so einigermaßen korrekt, aber einfach beantworten. Wenn wir in Zukunft auf das Jahrzehnt bis 2020 schauen und dann auf das Jahrzehnt bis 2030 und das vergleichen mit den bisherigen Jahrzehnten, dann werden wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit feststellen, dass in diesen zukünftigen Jahrzehnten diese extremen Sommer noch weiter zugenommen haben. Ja. Also so ist die richtige Aussage. Also, es geht nicht um den einzelnen Sommer, richtig. Wir werden eine Zunahme dieser Häufigkeiten sehen. Ja. Also und wir können jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren immer wieder mal mit so einem Sommer rechnen. Genau. Ja. Und mit ähnlichen Sommern, manchmal überwiegt dann auch enorm verstärkter Niederschlag, also dass man diese extremen Niederschlagsereignisse oder gewittrige wie Regenschauer viel stärker hat als in diesem Jahr noch. In diesem Jahr hat mehr die Hitze überwogen. Diese Dinge sind zwei Seiten einer Medaille letztlich. Also diese Neigung vom Wasser extrem zu werden, hängt damit zusammen auch mit der Neigung, wenn es heiß wird. Und die Dinge treten in unterschiedlicher Mischung von Sommer zu Sommer auf. Mhm. Was wir erwarten können, ist, dass das von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zunimmt. Und zur zweiten Frage, wie sich das langfristig dann entwickelt, vereinfacht gesagt, würde ich sagen, als wie wir reagieren können, gibt es wirklich zwei Wege. Wir können uns einerseits bemühen, uns an diese veränderten Bedingungen anzupassen. Wir sagen auch dazu Klimawandel-Anpassung, dass man sagt, ich muss davon ausgehen, das entwickelt sich in Zukunft noch intensiver weiter. Wie gehe ich damit um? Und das Zweite ist aber, wirklich längerfristig gedacht, entweder gelingt es, dass man diese ursächlichen Treibhausgase, die das antreiben, vermindert, also dass es wirklich gelingt, diese CO2-Emissionen zurückzufahren, dann lassen sich die Effekte dämpfen in die Zeit unserer Enkel, unserer Kinder und Enkel. Wenn das nicht gelingt, dann geht das in Bereiche hinein, wo sich auch grundsätzlich ganze Landschaftstypen verändern können. Bevor wir dazu kommen und auch das auch sich uns bei uns in der Steiermark anschauen, vielleicht die Frage an Sie beide, nämlich nicht an die Wissenschaftler in Ihnen, sondern an die Menschen in Ihnen. Wie geht es Ihnen da, Herr Professor Kirchengast, oder inwieweit können Sie es noch mit einer gewissen Emotion verfolgen? Sie sind Wissenschaftler, Sie haben sich und beschäftigen sich mit den Fakten und machen auch Vorschläge. Aber wie geht es Ihnen so als Mensch, Gottfried Kirchengast, wenn Sie sich das so anschauen, wenn Sie sich unsere Gesellschaft anschauen, die jetzt für sich oder vielleicht der Einzelne schon, aber als Gesamtgesellschaft nicht den Eindruck macht, dass man in dieser Hinsicht hinarbeitet, dass wir das dämpfen und dass wir das ein bisschen runterbremsen. Wie fühlen Sie sich dabei? Also da möchte ich zunächst eine Episode aus 2008 erzählen, wo ich das erste Mal aus eigener Hand in meinen Satellitendaten den globalen Klimawandel gesehen habe, die globale Erwärmung.
Das war schon ein, sage ich, ein Privileg, wenn man so als Mensch erlebt, das gibt es wirklich. Ich habe es aus eigener Hände Arbeit gesehen. Also wir haben hier eine Studie gemacht, wo wir gesehen haben, wie die Erde durch die Erwärmung atmet quasi. Ich sage es einmal so. Das war jetzt mir kalt über den Rücken gelaufen. Also das schon. Ist wenigen vorbehalten, dass sie sehen, ja, das passiert. Das passiert am ganzen Planeten. Also das bewegt schon. Und wenn ich dann denke, wie der Fortschritt bisher ist, in Österreich auch oder in der Steiermark, haben wir einerseits viel geplant. Wir haben einen Klimaschutzplan für diese Minderung der Emissionen. Wir arbeiten auch an Vorsorge für Klimawandelanpassung. Aber die Umsetzung und auch der wirkliche politische Wille, da hinreichend zu investieren, dass ich sage, diese Maßnahmen, die geplant sind, wollen wir auch auf den Boden bringen. Da wäre ich schon ein Stück emotional, weil da geht noch viel zu wenig weiter. Ja, vor allem, weil man ja nicht nur auf die Steiermark, auf Österreich der auf Klimawandel macht und Ebene, die Grenze nicht halten. Auf jeder dieser Ebenen. Ja, ja. Also ich habe ja die Steiermark von der Landesseite, dann gibt es das, was Österreich zu tun hat, dann gibt es die Europäische Union, dann gibt es die internationale Klimapolitik. Man kann durchaus auch sagen, auf allen diesen Ebenen ist ähnlich, wie ich es jetzt für die Steiermark geschildert habe, auf der planerischen Seite schon ein Stück weitergegangen, auch mit sogenannten Leuchtturmprojekten oder Pilotanteilen. Aber wenn Sie so praktisch drauf schauen, weil Sie sich nach meiner Meinung als bewusst auch als Mensch erkundigt haben, das ist noch ein Minderheitenprogramm. Ja. Wir sind noch diese 10% oder so, das muss Mainstream werden. Ansonsten wird die Übung nicht gelingen. Herr Dr. Sudi, wie ist es bei Ihnen? Sie beobachten das Wetter. Natürlich freut einen Wissenschaftler immer, wenn man mal so unter Anführungszeichen Abnormitäten hat. Da beschäftigt man sich schon damit. Aber jetzt auch so als Zustand, man hat auch einen Idealzustand. Selbst Dr. Sudi nehme ich an von einem schönen Sommer. Wie geht es Ihnen da? Also mir ist es in diesem Sommer nicht kalt, sondern heiß über den Rücken gelaufen. Und es ist vielleicht eines bemerkenswert gewesen, weil wir auch das in Zusammenhang bringen mit dem Klimawandel, dass es eben stärkere Extremereignisse gibt. Es war in diesem Sommer bemerkenswerterweise so, dass es kaum stärkere Gewitter und Unwetter gegeben hat. Wenn wir es vergleichen mit dem letzten Sommer beispielsweise, wo nach allen wahrscheinlich in schrecklicher Erinnerung dieses Ereignis in St. Lorenzen ist, wo ganze Hänge abgerutscht sind. Und das ist in diesem Sommer nicht passiert. In diesem Sommer haben wir zwar sehr extreme Temperaturen gehabt, aber wenig Unwetter. Und das war für mich persönlich irgendwie schon auch ein Zeichen dafür, dass man nicht eins zu eins diese Sachen verknüpfen kann. Also es ist sehr komplex, glaube ich. Und da müssen wir noch sehr viel forschen, damit wir auch diese Zusammenhänge herausbringen. Inwieweit ist das, weil Sie sagen, Sie haben auch Projekte bei der ZAMK, Sie beschäftigen sich. Ist das ein großes Thema? Ist ein großes Thema. Wir beschäftigen uns auch mit Katastrophenszenarien, Naturgefahrenprojekte. Da läuft jetzt gerade etwas auch mit Italien zusammen. Also das ist ein großes Thema. Und wir haben ja natürlich auch vor diesen Dingen zu warnen. Das ist eine Hauptaufgabe auch von uns. Wir betreiben ein Warntool, das auch über Internet ständig verfügbar ist für die Bevölkerung. Und zwar, und sagen wir es gleich, unter welcher? Unter unserer Domain zamg.ac.at. Ja. Da bekommt man dann sofort diese Grafik, wo man mit einem Blick sieht, wo welche Gefahren auftreten werden. Wir haben inzwischen auch die Hitzebelastung als Gefahr aufgenommen. Das ist ja ein großes Thema seit diesem Sommer. Und wir betreiben mit der Landessanitätsdirektion auch seit 3 Jahren nunmehr. Da waren Sie ja wirklich Vorreiter in der Steiermark, muss man auch sagen. Ein Projekt. Also die Steiermark war da österreichweit vorne. Wo wir den sogenannten Hitzeschutzplan betreiben, wo, wenn wir von der Meteorologie erkennen, dass es mindestens 3 Tage eine starke Hitzebelastung gibt, entsprechende Warnungen hinausgeben an Bedarfsträger, Krankenanstalten, Kinderbetreuungsstellen. Ganz wichtig. Die dann entsprechend vorgewarnt werden. Aber, weil wir schon am Schluss sind, aber das muss jetzt noch, doch noch gesagt sein. Sie haben es selbst gesagt, es bleibt eine Alternative ist, man stellt sich darauf ein, als Mensch und als Gesellschaft, dass sich das ändert. Wenn ich Sie beide höre, wir sind ja schon mittendrin. Das, was Sie tun, ist ein Faktum. Sie sagen, so ist es nun mal, wir müssen reagieren. Genau. Wir müssen das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das heißt, wir müssen uns anpassen an die nicht mehr verhinderbaren Auswirkungen des Klimawandels. Aber gleich wichtig ist es, dass wir langfristig zu diesem Klimaschutz,
zu dieser Minderung der Emissionen beitragen. Weil es ja auch, und das soll hier auch noch erwähnt sein, obwohl die Zeit viel zu kurz ist und dass sich mehr Zeit verdienen würde, große wirtschaftliche Folgen hat, nicht? Also das heißt, unsere Bauern, denen ist es in diesem Sommer nicht gut gegangen, wenn die Saat an den Äckern verdorrt. Ich sage Ihnen nur eine Zahl. Wenn wir auf Österreich jetzt schauen, wir sind bei den Schäden, die verursacht werden, wo deutlich nachweisbar ist, dass ein beträchtlicher Teil des Risikos, die Schäden verursacht haben, vom Klimawandel kommt. Mittlerweile über 5 Milliarden an jährlichen Schadenskosten. Das ist bei einem Bruttonationalprodukt bzw. bei einem Jahresbudget der öffentlichen Hand, das in der Größenordnung 70, 80 Milliarden ist, mehr als 5 Milliarden. Also da sieht man, welche Dimensionen das annimmt. Ja. Also die wirtschaftliche Seite hat einerseits tatsächlich diese Kostenseite, die, wenn das sich weiterentwickelt, was wir zu erwarten haben, noch intensiver wird. Auf der anderen Seite wäre ja der Klimaschutz, wenn wir den beherzter machen, wiederum eine wirtschaftliche Chance, weil ein so importabhängiges, zum Beispiel was Treibstoffe betrifft, aber auch bei anderen Rohstoffen, ein so importabhängiges Land wie Österreich enorm profitieren könnte, wenn man so einen Umstieg macht, gerade im Bereich des Energiesektors, erneuerbare Energien, im Bereich des Verkehrs. Und da wäre ja wirklich rein wirtschaftlich gedacht für ein Land wie Österreich eine große Chance. Also wie immer hat alles zwei Seiten. Man muss sie erkennen und sie nutzen. Herr Dr. Sudi, an Sie abschließend die Frage, die unvermeidliche. Wir kommen jetzt bald in den Oktober. Können wir jetzt Bauernkalender niveauartig Rückschlüsse ziehen, dass nach diesem Sommer wir noch einen schönen Altweiber und vor allem einen schönen Herbst erleben werden? Oder ist es zu kühn? Sie werden lachen. Der Mandelkalender oder wie immer man den nennt, der hat in diesem Sommer ganz gut gepasst. Hat er funktioniert, ja? Zufällig. Ja. Wir versuchen natürlich mit wissenschaftlichen Methoden hier Aussagen zu bekommen, und da gibt es eine Möglichkeit mit Saisonprognosen über das europäische Mittelfristvorhersagemodell, und das habe ich mir heute angeschaut, und man kann davon ausgehen, dass es im Herbst im Schnitt zu warm sein wird und vom Niederschlagssignal wahrscheinlich ein wenig unter dem Durchschnitt sein wird. Also das heißt, dass zieht sich noch ein bisschen, hallert es noch ein bisschen das nach dieser Sommer. Das kann sich durchaus noch ein bisschen erstrecken. Wir werden es erleben. Meine Herren, Herr Dr. Sudi, Herr Professor Kirchengast, herzlichen Dank, dass Sie meine Gäste waren. Wir werden ja sehen, was der Sommer 2014 bringt und überhaupt die Wetterlage und der Klimawandel ganz allgemein. Und ich denke, wir werden uns wiedersehen, weil wir uns wiedersehen müssen, weil es ein so wichtiges Thema ist. Ich danke Ihnen sehr. Ihnen, meine Damen und Herren, Dankeschön für Ihr Interesse. Alles Gute, wir sehen uns.